Okay. Sie ist nicht komplett unnütz, das muss man schon dazu sagen, ne? Siehst du die Libellen? Du musst mir eine fangen. Wovon zum Teufel redest du da? Ich befehle es dir nicht. Ich bitte dich. Die Zweige sind ziemlich hoch. So, genau, jetzt haben wir wieder einen neuen Aspekt. Wie wär's mit der Leiter? Wenn du mich hochhebst, könnte ich sie für dich runter befördern. Okay. So. Das mal tragen und dann werfen. Das Tragen wird auch noch wichtig. Du meinst, ich soll eine der Libellen fangen? Dürfte schwer sein. Sie sind scheu und sehr schnell. Kriegen wir hin. Keine Panik. Da ist gleich eine. Ich markiere sie auf deinem Display. Danke. So, ist halt sau cool, ja. Sehr schnell. Ich kann sie sehen. Ich bin noch nicht blind. Ach Gott, verdammt, halt still! Komm schon. Ja, blöd ist das scheinbar auch nicht. Ja, verdammt nochmal. Sei vorsichtig. Danke. Gut, das Zeug hier sammeln wir ein. So schnell fliegt die nicht weg. Die wartet ja immer schön auf uns. Ich weiß nicht, warum sie das tut, aber sie tut es, was ich sehr schön finde, persönlich. Du kleines Insekt, ich bring dich um. Immer cool bleiben. Was für ein Tag. Halt. Da wollte ich noch kurz rein. Da ist nämlich noch was. So. Dann hast du sie schon gefangen? Nein, noch nicht. Verdammt, jetzt habe ich was übersehen. Ach, naja. Da müssen wir noch mal kurz dahin dann. So. Ich hab sie. Ist ja super. Bring sie hier runter. Okay. Ist gerade mein Handy. Achso, geht schon weiter. Ja, sah aus wie mein Handy. So. Einmal runter und da runter. Aber wir gehen gleich noch mal hoch. Wie gesagt, ich habe da was übersehen. Als Kind habe ich immer mit Libellen gespielt. Du nicht? Nein, ich habe sie zerquetscht. Sie haben einfache Sensoren entwickelt, um Energiequellen aufzuspüren. Ziemlich primitiv, aber für unsere Zwecke genügen sie. Halt still. Das wär's. Sie wird jetzt Daten direkt an dein Stirnband senden. Sie hat eine Kamera und einen Sensormodus. Und? Probier's aus. Folge mir. Ist eine geile Sache, absolut. Wie gesagt, aber vorher gehen wir nochmal schnell hoch. Und was ich jetzt auch hochinteressant fand, gerade, sie hat gesagt, sie haben die Sensoren entwickelt. Ja? Die wurden nicht so gebaut. Klar, warum sollte jemand auch sowas bauen? Die haben die Sensoren entwickelt und man hat gesehen, die haben auch eine gewisse Form von Intelligenz. Die hat den grimmigen Gesichtsausdruck von unserem Hauptprotagonisten erkannt und gerade Angst bekommen, ist weggeflogen. Ja? Und das finde ich gerade das Hochinteressante. Das heißt, diese Maschinen sind nicht einfach nur dumme Maschinen. Die sind irgendwas anderes. Genau, deswegen, jetzt fällt es mir nämlich auch wieder ein, erinnert mich das Spiel oder beziehungsweise die Trailer von Horizon Zero Dawn. Ziemlich an dieses Spiel. Warte mal, ich dachte, hier hätte ich das übersehen.
dass man hier noch irgendwo anders hin kann. Aber scheinbar habe ich mich doch getäuscht. Naja, passiert mir auch mal, ne? Man, es sei mir verziehen, ja. Gut, wir ziehen weiter. Wo müssen wir denn hin? Da lang. Ne, hier rechts, genau. So. Du müsstest die Minen auf deinem Stirnbanddisplay sehen können. Jo, das ist eine ziemlich geile Sache. Jetzt können wir die Minen nämlich sehen. Ist ziemlich cool, oder? Das Problem an der Sache. Ja. Ja, ist ziemlich cool. Das Problem an der Sache, sie kann die nicht sehen. Kannst du mich durch die Minen führen? Klar, machen wir. Ich kann nicht sehen, wo sie sind. So, wir sind jetzt ein bisschen langsamer unterwegs, aber das macht eigentlich nichts. Das ist jetzt nur mal vorübergehend so. Genau, wir können nämlich mit ihr auf dem Rücken auch schnell laufen, also keine Panik. Es wird sich nicht ewig in die Länge ziehen. Ja, bloß ich glaube, reinlaufen sollten wir in die Dinger nicht. Ich glaube nämlich, die machen kurzen Prozess und one-hitten uns direkt. Hab's nicht ausprobiert. Will ich auch nicht. Ich gehe einfach mal davon aus. Dafür bin ich dann glücklich, wenn es nicht so ist. So, hier ist noch so ein schöner Orbkreis. Ladevorgang. Sowas hat man, sieht man in Spielen auch nicht mehr oft. Dass tatsächlich ein dunkler Bildschirm kommt und der sagt Ladevorgang. Ich glaube, jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Moment mal, irgendwas stimmt hier nicht. Das ist richtig. Mach besser einen Scan. Wir haben hier ein Problem. Da sind überall Minen. Gehen wir zu dem Gebäude. Ja, ne? Machen wir. Wir nehmen sie mit. Haben dabei sogar immer noch freie Hände. Jetzt aufpassen, dass ich hier nichts übersehe. So, hier sind noch so ein paar Orbs. So, ich frage mich gerade, ob wir da lang müssen. Ich glaube nämlich... Genau, gehen wir erstmal hier lang. Wirf mich zu dem Vorsprung hoch. Ich suche dann nach einem Weg. Okay. So, hier kommen wir wieder ganz bequem runter. Da oben. Ach, verdammt. Entschuldige. Wunderbar. Hier oben komme ich rüber. Dann sind wir sie erstmal kurz los. Okay, ich finde einen anderen Weg. Und können... uns selbst mal so ein bisschen um die herumliegenden Sachen hier kümmern. So, echt ein bisschen aufpassen, ey. So, gut, hier wollte ich aber noch nicht hin. Das kommt noch. So, erstmal noch kurz zurück. Und da hinten oben gab's nämlich noch was. Ja, ich frage mich auch, wer die Minen da gelegt hat. Weil da sind ja augenscheinlich ein paar Mechs reingelaufen. Also werden die wahrscheinlich für die Mechs gewesen sein. Skelette habe ich jetzt keine gesehen. Aber gut, es kann sein, dass das Spiel noch... Ich glaube, Skelette sehen wir allgemein nicht oft. Na, springst du da rüber? Monkey. Oh, jetzt habe ich es verraten. Entschuldigung. Ja, unser Hauptprotagonist heißt Monkey. Entschuldigung, das wollte ich mir eigentlich noch aufsparen. Die Szene kommt nämlich noch. So. Gut, jetzt haben wir das Zeug auch alles. Oh, da hinten ist noch mehr. Das würde ich mir auch noch gerne holen. Ja, Frage ist nur, wie wir da hinkommen. Doch, da dürfen wir eigentlich so hoch springen können. Ne? Gucken wir mal.
Na, wirst du wohl. Da runter bitte. Genau. Können wir da hoch? Hm, scheinbar nicht. Lieber nichts riskieren. So, versuchen erstmal noch da hinten hochzukommen. Aber... Nee, erstmal nicht, würde ich sagen. Oder? Können wir darauf? Das Auto? Nee. Na gut. Dann gehen wir uns erstmal den uns vorbeschriebenen Weg weiter. Können wir hier noch irgendwo hin? Nee. Okay. Hier einmal rüber, da runter. Vorsicht! Wow. Ich habe jetzt eigentlich mit was anderem gerechnet, dass sie wegen was anderem Vorsicht schreit. Herrgott, Junge. Bist du okay? Ja, ja. Mir geht's gut. Nichts passiert. Leute, hat's mich jetzt gerissen. Ha. Schrecklich. So, warum läufst du so langsam? Warte mal, hier können wir noch hoch, aber ich würde gerne erstmal auf den Lieferwagen hier rauf. Und von dort aus dahinter. So, genau. Sollte gehen. Wunderbar. Jede Menge Orbs. So, genau. Jetzt kommen wir hier wieder runter. Na. Spring. Genau. Ja, wunderbar. So. Da ist noch ein Orb. Gehen wir hier hoch. Ich komme nicht rüber. Kannst du mir helfen? Kriegen wir hin, irgendwie. Dumm-di-dumm. Genau, wir können hier rüber springen. So. Jetzt können wir sie da rüber schmeißen. Ja, ich drücke A. Ah, sehr gut. Ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Ich helfe dir. Keine Angst. Danke. Das war ganz schön knapp. Ist aber auch ziemlich blöd aufgeschlagen, muss man sagen. So direkt mit dem Magen gegen die Kante ist nicht so geil, glaube ich. Da drüben ist ein Geschützturm. Da kommen wir nicht vorbei. Ich scanne mal. Jo, mach mal bitte. Ich erfasse eine Strukturschwäche. Wenn du nah genug rankommst, könntest du das Ding umstürzen und ihn platt machen. Sehr geile Sache. Probieren wir gleich aus. So, warte mal. Ich bin nicht hier, ich bin nicht hier, ich bin nicht hier. Gut. Ich nehme an, jetzt wäre ein Köder wahrscheinlich ganz... Schneller, Monkey, schneller. Vorsicht! Schneller, schneller? Okay. Sind schon mal gut durchgekommen. Würde ich sagen. Okay, voll geladen! Kann ich hier runter? Nee, kann ich nicht. Okay. Na gut, dann gehen wir erstmal hier weiter. Hey, ich brauche noch einen Scan. Als könntest du an ihnen vorbeischleichen. Probieren wir es. So, wir können schon mal hier runter. Mal aufpassen, dass wir dem nicht zu nahe kommen. Können wir hier runter? Na! Die Steuerung ist manchmal ein bisschen tricky. Können wir hier hoch? Die zwei Dinger hier noch sammeln. So, und dann können wir jetzt hier entlang schwingen. So, jetzt noch ein Stückchen da rüber und daran können wir hier rüber. Ich glaube, die da unten geben auch keine Orbs. So, die Energie können wir liegen lassen, die brauchen wir nicht, wir sind voll. Wunderbar, und schon haben wir uns vorbeigeschlichen. Okay, ich bin vorbei. Coole Sache, oder? Umgänglicher Typ. Schön. Wir sind umgänglich.
Oh. Nein, nein, nein! Nein! Ah, Hilfe! Gottes Willen. Ja, das war anders geplant, ne? Muss man echt ein bisschen aufpassen. Hier ist Lebensenergie, das ist gut. Genau. Dann. Genau. Hey, komm zurück! Räum den Weg für mich frei, sonst komme ich nicht vorbei. Ja, ja, keine Angst. Ich habe dich schon nicht vergessen. Ich wollte nur mal gucken, ob da nicht zufällig irgendwelche Gefahren noch sind, in die wir dann reinrennen. So ganz. Okay, geschafft. So, mit LT. LT ist der hier, genau. Dann können wir. Ja. Ah ja, mit RT. Und dann können wir mit dem. Oh. Mit dem Stab die Dinger hier wegballern. Geile Geschichte. Bin schon unterwegs. Na, wirst du wohl. Ruhig bleiben, Trip. Ah, hör dir auf! Was habt ihr jetzt davon, Pisser? Bist du okay? Oh ja, alles cool. Immer wenn du einen Mac tötest, lade ich seinen Bauplan runter. Finde raus, wie er funktioniert. Das macht dir das Leben leichter. Wenn du mir das Leben leichter machen willst, warum nimmst du mir dann nicht dieses Ding ab? Hm, berechtigt. Aber, naja, ich meine, sie tut schon was für uns. Ich meine, ich kann sie irgendwo verstehen. War nicht gerade der feinste Zug von ihr, uns die Sklavenkrone aufzusetzen. Oder die Sklaven, das Sklavenstirnband. Aber, verdammt, da haben wir einen Orb übersehen. Kommen wir jetzt aber auch nicht mehr zurück. Naja, dann halt nicht. Aber sie versucht uns trotzdem zu helfen und das ist eigentlich doch ein ganz feiner Zug. So, meine Liebe, einmal durch. Wenn wir schon zusammenreisen, sollten wir uns vielleicht mal miteinander bekannt machen. Wäre eine Idee. Also, mein Name ist Tripitaka, aber die meisten sagen Trip zu mir. Ehrlich gesagt werde ich immer nur Trip genannt. Und du? Ich habe keinen Namen. Du musst doch einen haben. Jeder hat einen. Nicht jeder. Huh. Wie haben dich denn deine Eltern genannt? Sie wurden bei einem Mech-Angriff getötet, als ich klein war. Ich bin in der Wildnis aufgewachsen. Allein. Na, und wie wirst du denn sonst genannt? Monkey. Ich habe gelernt, durch die Baumkronen vor den Mechs zu fliehen. In den Siedlungen, wo ich Handel treibe, nennen mich manche Monkey. Wenn du mir einen Namen geben willst, kannst du den nehmen. Okay. Monkey. Ja, und damit wäre das Gespann soweit, ja, vollständig. Trip und Monkey. Ja. Ich gehe mal noch hier runter. Kann ich da runter? Scheinbar nicht. Runter, bevor uns das Geschütz erfasst. Ich scanne. Ich glaube nicht, dass wir hier durchkommen. Warte, ich habe hier eine Treibstoffquelle. Eine Energiezelle? Nein, die stammt noch von früher. Ist in dem Tank da. Sieht aus wie Erdöl. Hey, Monkey, wenn du zu dem Geschütz hochkommst, kannst du sie übernehmen. Klingt doch schon mal super. Sehen wir uns aber das nächste Mal erst an.
genau. Ich bedanke mich erstmal herzlichst fürs Zusehen bis hierhin. Ja, denkt an alles, was mir lieb und teuer ist, was mir Freude macht, sprich Likes, Comments, Abos. Genau. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, wenn es heißt Let's Play Enslaved Odyssey to the West. Bis dahin. Ciao, ciao.